Eigentlich schon, aber Gut. ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich glaube nicht. Und ihr, mein Herr, seid... Und ihr, mein Herr, sein Bekannter, ihr seid ebenfalls eine befremdliche Gestalt in unserer schönen Stadt. Fürwahr, der heutige Fall ist in vielerlei Hinsicht, was ist er? Weiß ich nicht. Befremdlich. Wahrscheinlich. Obacht, die Liste der Befremdlichkeiten wird noch länger werden, hohes Gericht. Das Studierzimmer des Alchemisten war in der Vergangenheit nämlich der Schauplatz eines... anderen befremdlichen Zwischenfalls. Ah, es kommt mir so vor, als wäre dies gestern geschehen. Leonard de Victoires rätselhaftes Ableben. Hey, das war gestern. Nach dem großen Feuer. Liegt das nicht schon längst in weiter Ferne? Ja, mit einer Frau aus weiter Ferne und einem Mann aus weiter Ferne. Gewiss, hohes Gericht. Bedauerlicherweise ist dies der einzige Fall von Hexerei, der noch nicht aufgeklärt worden ist. Die Hexe mag damals ihre Strafe entronnen sein. Doch vielleicht ist heute der Tag, an dem wir beide rätselhaften Verbrechen lösen können. Was? Was wollt ihr damit sagen? Geduld. Das werdet ihr noch früh genug in Erfahrung bringen, mein Geschätzter. Plötzlich bleicher Blaurock. Bleichrock. Hochinteressant. Es scheint, als hätte die Inquisition ein Ass im Ärmel. Ein Ass im Ärmel. Das muss bestimmt komisch aussehen. Es tut mir leid, meine Kleidung ist etwas verrutscht. Ich würde das ja gerne mal bildlich zeigen, aber nein, das macht man nicht. Aber, ja. Ja. Schade. Ja. Ist halt so. Nun denn, die Inquisition möge beginnen. Oh. Vielen Dank, hohes Gericht. Die Inquisition ruft die Zeugen auf, die sahen, wie die Hexe ihre schändliche Magie einsetzte. Wäre ich doch nur schneller in diesem Raum gewesen. Vielleicht hätte ich all dies verhindern können. Ich sorge dafür, dass Maya ihren Kopf nicht hinhalten muss. Ich werde ihr jede Aussage zerpflücken und ihre Unschuld beweisen. Sonst gibt's nämlich heute flambierte Maya. Flamberg-te Maya. Flamberg. Willkommen im Hexengericht, ehrenwerte Zeugen. So, nennt bitte euren Namen und eure Zunft. Oh Gott, der schon wieder? Das auf jeden Fall so. Ich bin wohl bekannt als Vivian der Erste, zukünftiger Präsident von Vivian GmbH und Co. Hey, da fehlt noch eine KG dahinter. Weil und Co. ist... Nee, geht gar nicht. Hey, er hat Sekunde gesagt und nicht Moment mal. Moment mal! Nein, aber also normalerweise gibt es eine KG und die besteht aus einer GmbH und Co. Deswegen heißt das GmbH und Co. KG. Für alle, die das... Deswegen gibt es auch nicht Weihnachtsmann und Co. KG. Weil Weihnachtsmann ist keine Firma. Wieso? Kannst du eine Firma anmelden unter dem Namen? Ja, schon, aber er hat keine Rechtsformbezeichnung. Außer Weihnachtsmann wäre eine gültige Rechtsformbezeichnung und das ist nicht so, laut deutschem Handelsrecht. Jetzt lebt ja nur der Weihnachtsmann nicht in Deutschland. Ja, aber wo lebt er denn? Welche Gesetze müssten wir anwenden? Ich habe keine Ahnung, was im Nordpol gilt. Ja eben, der Nordpol, ich glaube, wir müssten mal die nordpolischen Gesetze, nordpolnisch... Gibt es da überhaupt eine KG als Rechtsform, als juristische Person? Ach, wie auch immer. Machen wir auf jeden Fall mal weiter hier. Moment mal, Herr Zeuge. Sekunde. Was ist so? Wer weiß, welche... Ich wollte nur sagen, wer weiß, welches Recht am Nordpol gilt, kann es in die Kommentare schreiben, kann es aber auch gerne sein lassen. Ja. Was ist so euer Begehr, blauer, knapper blauer? Hey, wenn hier einer blau ist, dann sind sie das. Ihr seid doch der Kerl, der blau ist.
aus dem letzten Prozess. Aber was ist denn mit euch geschehen? Nee, was ist denn mit euch geschehen? Ihr seht aus wie ein Teilnehmer von dieser. Vom hässlichen Entlein. Vom hässlichen Entlein zum noch hässlicheren Entlein-Shows. Was redet ihr da? Ich bin Vivian der Erste, zukünftiger Präsident der des künftigen Imperiums Vivian GmbH und Co. Was soll dieses Spielchen, Inquisitor? Die persönlichen Angelegenheiten unserer Zeugen sind nicht von Belang, werter Herr Blaurock. Er scheint sich noch genau an den Kerl zu erinnern. Verehrte Zeugen, so fahrt doch bitte fort. Ja, und zwar ganz weit weg. In weite Ferne. Oh Gott, was hat der sich denn eingekippt? Oh je, Mini. Eigentlich stelle ich die Fragen. Ich bin eine einfache Lehrerin. Bekannt und geliebt als Frau Schleifstein. Die Kinder der Grundschule in Labyrinthia genießen das Privileg, die Wahrheiten dieser Welt von mir lernen zu dürfen. Mhm. Eine Grundschullehrerin also. Gut zu wissen, dass wenigstens ein Zeuge vernünftig und glaubwürdig zu sein scheint. Ach. Irgendwas sagt mir, dass es da nicht bleibt. Oh Gott. Euer Lieblingsbade vor Ort, Kummer und Leid singe ich hinfort. Mein Name ist wohl bekannt, Paparotti werde ich genannt. Die treue Muse an meiner Seite ist Cookie, der musikalische Papagei. Der beste Musikkenner, außer mir selbst natürlich. Den werden wir wahrscheinlich befragen. Er hat wahrscheinlich sinnvolleres zu sagen als die anderen drei. Der hat gerade gesagt, oje, Mini. Achso, das steht ja da hoch. So wie die Frau. Was war denn nochmal das, was der Papagei eigentlich gesagt hat? Im ersten Phoenix Wright. Oh Gott. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendeinen Namen, glaube ich. Oder... Ja. Ich liebe dich, mein Dings da. Weiß ich nicht mehr. Immerhin ist es ein Papagei und keine Ziege. Wir machen Fortschritte. Ja, Papageien hat er ja schon mal befragt, von daher. Welch kluger Vogel, er hat die Lehrerin perfekt imitiert. Kling. Hä? Luke Triton, mein Beruf? Ich war der Lehrling des Professors. Cool. Luke? Luke, warum nur? Was machst du hier? Ich habe mich entschieden. Ich mache das nur für meinen Professor. Ein Gentleman muss stets der Wahrheit nachgehen. Aber Luke, warum bist du im Zeugenstand der Inquisition? Ich werde dieser Hexe niemals vergeben. Dieser blöden Maya! Nein. Ein Gentleman sollte niemanden mit einem blutrünstigen Gesichtsausdruck wie diesem anschauen. Luke! Maya! Der Freund von heute kann der Feind von morgen sein. Dies lernen uns Schlachtfeld und Gericht. Puff. Mögen die Zeugen nun mit ihren Aussagen beginnen. So erzählt uns alles über dieses verruchte Verbrechen, welch mir alle bedauerlicherweise ausgesetzt ward. Ich wette, Luke lügt auch mal. Er lügt. Er ist ein Lugner. Ich hörte einen Schrei und eine Formel. Doch als ich den Raum betrat, war das Opfer schon voll und ganz aus Gold. Vielleicht ist der Grund ein Zwist zwischen einstigen Freunden. Herr Zylinder hielt nämlich ein Messer in seiner Hand. What? Was?
Goldene Magie war der Anheim gefallen. Ich war zu spät, hört nur den Stab zu Boden prallen. Der Professor muss Fräulein Meyers Täuschung entlarvt und sie von Angesicht zur Rede gestellt haben. Was für eine Täuschung? Was ist mit Luke los? Was die Hexe ist. nun gut, ihr alle, habt Dank. Doch ich muss gestehen, ein Teil der Aussage war recht verwirrend. Ihr da, Sänger. Ja. Sänger? Meint ihr vielleicht mich, Paparotti, den Barben? Barben? Barbier? Nein, den Baden. Barbier? Den Barbier. Euer Ehren? Das hat der andere! Was? Ah nee, Bierbart hat der andere, nicht Bartbier. Stimmt. Ja, ich meine euch, den Sänger, ihr sagtet, vielmehr, sang doch von einem... Stopp! Meint ihr da etwa ein? Ah. Das Hohe Gericht hat die Situation erkannt. Falsch, aber erkannt. Hier ist der erwähnte Hexenstab! Hey, gib mir den wieder! Am Ende kommt raus, dass Dominika die große Hexe ist. Na, oder? Grundhilda. Oh, ich würde jetzt gern Captain Blubber nachmachen. Ich brauche davon Sounds. Du brauchst Limo. Ja, ganz viel. Aus diesem Stab sind zwei verschiedene. Auf diesem Stab sind zwei verschiedene Kristalle. Das bedeutet, dass der Täter zwei Zaubersprüche benutzen konnte. Ja, so scheint es. Dieser Kristall ermöglicht den Spruch, der das Opfer in Gold verwandelt. Goldor! Goldor. Das könnte wahrscheinlich sowas sein wie die Weiterentwicklung von Goldking. Goldini, Goldking, Goldor. War Goldor nicht dieses eine goldene Monster von Rita Repulsa in der ersten Staffel von Power Rangers? Das kann Goldor? Gut sein, ich habe das nie gesehen, aber ich finde, das klingt zumindest plausibel. Nee, ich glaube, der hieß Goldar. Oh, sonst wäre das Copyright-Infringement jetzt hier. Naja, Goldor. Komm. Goldor, ja, ich finde, das wäre jetzt auch kein Name, den man jetzt irgendwie schützen könnte. Goldor, Gold. Hm. Ohr. Goldohr. Vor allem, oh, Moment, ja. Da steckt fast zweimal Gold drin. Goldor. Nee, Gold und Oro. Was wiederum Aurum ist und was? Heißt es auf Französisch? Ah, da ist ein E hinten, oder? Ohr? Ich weiß es jetzt nicht, aber es gibt ja Montedor. Das ist das goldener Berg oder sowas? Oder Berg des Goldes? Ja. Goldberg, das... Mensch. Es gibt Goldor und Eldor, der heißt mit Nachnamen Rado. Eldor Ado? Ado, ja, hast recht, nicht Rado. Okay. Na, dann wollen mein wir Name mal ist weiter. Goldor Ado. Goldor Ado. Goldor! Von diesem Wort allein bekomme ich schon eine Gänsehaut. Wieso? Wenn du noch ein Haar mit reinpackst, dann hast du einfach bloß ein goldenes, Ohr. Hahaha, das ist er. Das ist der schreckliche Zauberspruch, den ich Vivian der Erste von der GmbH und Waltham von Waltham und Waltham vernommen habe. Waltham der Erste! Nein. Oh je, Mini, auch ich habe diesen grauenhaften Spruch gehört. Oh ja. Der goldene Mann, er stürzte sofort. Der Stab fiel zu Boden, doch die Hexe blieb vor Ort.
oh je, Mine. Oh je. Wie kann sie es wagen, dem armen Professor sowas anzutun?